Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kerbal Space Program. Und wir machen diese Folge mal wieder was noch cooleres. Also in der letzten Folge haben wir unseren Jebediah schon gerettet. Das war schon echt ziemlich cool und hat auch richtig Spaß gemacht, weil es einfach so gut funktioniert hat, ausnahmsweise mal. Und ich dachte, da die Rakete so leistungsfähig ist und wir so viel Sprit über hatten, können wir doch einfach mal zu Minmus fliegen. Und wir haben auch schon eine Quest, und zwar um ein Flyby um Minmus. Und ich würde sagen, das machen wir einfach mal, weil ich denke, das gibt relativ viel Erfahrungspunkte, beziehungsweise Forschungspunkte, meine ich. Und wir schauen auch nochmal, was wir hier jetzt annehmen können. So, Dockingports sind natürlich auch ganz cool eigentlich. Wenn wir schon dahin fliegen, würde ich sagen, nehmen wir noch mehr Wissenschaft mit, dann kriegen wir noch mehr wieder zurück am Ende. Und ja, dann gucken wir mal, würde ich sagen. Dann frickeln wir mal ganz kurz und ganz schnell diese Rakete um, dass wir dass wir damit auch bis, dass wir mit der Rakete auch bis Minmus kommen. Beziehungsweise, dass wir diesen Teil, der hier gerade momentan als so computertechnikmäßig ist, den hier setzen wir mal ab. Das kommt weg, denn wir fliegen mit unserem Piloten und wir bauen dazwischen unsere üblichen Verdächtigen. Und nicht nur das, sondern auch, was ist das eigentlich, ein Storage Container? Hier passen einfach nur Leute, glaube ich, rein, ne? Das war eine Erfindung aus der Not heraus. Wie kann man ihr Kosmonauten in einem Orbit bringen, ohne eine wirkliche Vorkehrung für die Rückkehr? Wer dies braucht, bleibt genauso ein Rätsel. Sehr interessant. Kann man ja vielleicht mal eine Raumstation draus bauen. So, wir klatschen das Ganze wieder hier dran. Das ist auch so in Ordnung. Beziehungsweise wir können auch hingehen und das einfach dann wieder bis oben bauen. Vielleicht hilft das der Stabilität doch besser. Und jetzt machen wir hier mal auf. Wir wollen ja mal da reingucken. Und da rein kommt jetzt wieder unsere ganze Forschung. Am besten samt Batterien. Und dann nehmen wir diesmal hier von 2 mit. So, die klatsche ich mal so weit nach außen, wie es geht. Dann nehmen wir 2 Temperaturmesser mit. Und dann nehmen wir natürlich 2 Barometer mit, die man immer gut gebrauchen kann. So, und in die Mitte packe ich mal ein paar Batterien. Jetzt klippen die so ein bisschen ineinander, ist aber nicht schlimm. So, ich glaube, ich brauche jetzt diese Platine neu, die grüne hier. Dann klatschen wir die doch einfach da unten an die Decke. Oh, das ist schon okay so. Ach, wir brauchen aber keine 2 Stück. Ah, ist nur eine, okay. So, wunderbar. Das heißt, wir haben genug Strom, wir haben genug Forschung. Die Antenne habe ich hier oben noch dran. Nein, habe ich nicht. Die nehmen wir einfach mal mit. Wer weiß, wofür die dienen kann. Dann machen wir das mal zu. Haben wir irgendwas vergessen? Ich frage mich das gerade sehr intensiv. So, wir haben sogar Lichter dabei. Ja, also, ne? Das sieht aber gut. Ah ja, Photovoltaik. Genau. Ne, da war ja was. Zack. Tapezieren wir das Ding mal ein bisschen damit. Die kosten nichts und die wiegen nichts. Wenn sie mal brennen, ist das auch nicht schlimm. Ich glaube, das sollte reichen. Die sieht doch schon cool aus wieder. So.
Gut, speichern wir die mal unter Wenn muss. Ach, Caps Lock wieder an. Wenn muss. Wir können den ja auch schon mal Lander nennen und gucken, ob wir das vielleicht sogar hinkriegen. Wenn muss Lander 1. Safe. Ja, auf geht's, würde ich sagen. Ich bin schon wieder nervös. Wir nehmen den Jebediah mit. Das ist unser Mann hier. Unser Mann. Wunderbar. Wir warten. Wir starten bei Nacht. Und ich aktiviere das SAS und starte die Rakete. Wir gucken jetzt mal, wie sie sich verhält, ob ich irgendwas vergessen habe. Wir können auch wieder ein bisschen vorspulen. Hat sich auch als nicht schlecht rausgestellt. Und schon wieder sind wir auf dem Weg ins Weltall. Und ihr merkt, dass wir, dafür, dass wir am Anfang so für den Orbit richtig Probleme hatten, machen wir das hier echt mit links. War aber gerade knapp, habt ihr das gesehen? Da hätte auch echt gut was abbrennen können. Weil hier ist hier unten ein bisschen gegen die Dings geknallt. Da können wir die Lichter anmachen. Da sehen wir mal was hier. Kostet aber Strom, glaube ich. Und jetzt nichts machen, was unnötig ist. Oh, ich habe völlig vergessen, den Gravity Turn einzuleiten. Ihr hättet mir das ruhig mal sagen können. Dafür muss ich jetzt ganz schnell hier runter. Ganz schnell. Ich verschwende nämlich gerade jede Menge Energie. Ja, jetzt habe ich halt das Problem, dass ich so einen blöden Orbit habe. Da muss ich jetzt auch mit leben. Das ist dumm von mir gewesen. Aber naja. Da machen wir jetzt eh nichts dran. Wir brennen einfach fröhlich unseren Orbit. Oh, wir müssen nochmal abschützen. Ich bin jetzt im vorgespulten Modus über die 70 gegangen, deswegen kann ich die auch beibehalten. Also das ist das vorgespulte. So, jetzt allerdings haben wir fast unseren Orbit. Ich habe es aber auch diesmal verkackt. Ihr seht, wir haben jetzt viel weniger Treibstoff als vorhin. Ich denke, das liegt nicht unbedingt ausschließlich am Gewicht, sondern einfach daran, dass ich es ein bisschen verschissen habe. Naja, gut. Wo ist Minmus? Minmus ist dort. Jetzt schauen wir mal. Nein, ich möchte keinen Target senden. Nein, ich möchte auch nicht dahin switchen. Nein, ich möchte einfach nur ein Manöver hinzufügen. Genau. Und ja, dann würden wir auf die Umlaufbahn der Sonne kommen. Wir ziehen den mal so ein bisschen zurück. Machen den nochmal neu. Add Manöver.
ich würde sagen, was wir jetzt mal machen, ist Set as Target und wir gucken jetzt mal, wie groß denn unsere Dings hier ist. Die ist nämlich ziemlich unterschiedlich. Und das, was wir jetzt einfach mal als erstes machen, ist einfach mal hier Manöver hinzufügen, mit dem wir den Orbit sozusagen anpassen. So. Das sind zwar auch schon wieder 200 irgendwas, aber das müssen wir wohl in Kauf nehmen. So, machen wir das einfach mal. Wir hatten ja vorhin auch genug und wir haben gerade gesehen, dass wir eigentlich gar nicht so viel mehr brauchen. Schnell mal zum Punkt, wo wir hin müssen und dann auf geht's. Ganz genau. So. Wir haben unseren Punkt so ungefähr erreicht. Aktuell sind wir noch bei 0,1. Ist aber nicht so schlimm. Wenn ich jetzt hingehe und hier Manöver hinzufüge. Dann seht ihr einfach, wir werden da sehr schön auf den Minmus drauf treffen. So, ich möchte aber nicht in diesem Punkt auf den drauf treffen, sondern ich würde es gerne so machen. Ist das schon früher passiert? Zwar möglichst mit diesen 890, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, das ist jetzt ein bisschen tricky, wie ihr seht. Ich kann ihn jetzt sozusagen hier ranholen und bekomme da meinen Orbit, aber eben erst auf dem Rückweg. Und dann habe ich auf dem Rückweg wahrscheinlich schon wieder ziemlich viel Geschwindigkeit drauf. Mir wäre es halt lieber, wenn ich den auf den Hinweg kriege. Irgendwo 158. Also drehe ich sozusagen einfach mal ein bisschen am Rad nochmal. Wir schauen mal. Oh, da war was. Nee. Sollen wir das nochmal machen? So, da hätten wir dann wieder mal einen Punkt, an dem wir das machen könnten. Wir wollen aber eigentlich möglichst einen. Orbit, mit dem wir es vielleicht auf dem Hinweg schaffen, den einzufangen. Gerade hochkonzentriert. Also ihr seht, dass wir den hier so nicht reinkriegen. Wir müssen also wieder ein bisschen Gas geben. Kriegen dann dort eine Periapsis hin. Bei 8.
887, was ja auch nicht schlecht ist. So Periapsis wäre dann 16 Kilometer. Wir nehmen das einfach mal so und müssten dafür, oh, schon längst brennen, sehe ich gerade. Dann versuchen wir das auch nochmal. Wir hängen da jetzt ein bisschen hin und her. Wir vertrauen mal darauf, dass das blaue Kreuz uns sagen wird, wo wir hin müssen. Wir haben auf jeden Fall noch aktuell relativ viel Sprit und sollten das vielleicht problemlos schaffen. Man sagt auch, dass es eigentlich leichter ist, auf dem Minmus zu landen, als auf dem Mond. Theoretisch. Wir müssen eigentlich nur ein Flyby machen. Wir müssen nicht mal einen Orbit schaffen. Von daher, ne, machen wir eigentlich mit links. Aber wenn wir natürlich da auch schon gelandet bekommen, warum sollten wir das nicht dann direkt mal probieren? Dann wissen wir wenigstens, dass wir es können. So. Wir brennen auf jeden Fall fleißig weiter und langsam müsste eigentlich auch mal was zu sehen sein hier. Noch 230 Meter pro Sekunde. Wir befinden uns ganz gut. So, der Rest sollte ein Kinderspiel werden. Also vom Rausbrennen her passiert das ganz automatisch. So, das Problem ist, jetzt haben wir natürlich diesen Punkt überhaupt nicht erreicht. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das machen können, dass wir diese Linie hier verschoben bekommen. Sehr spannend, denn das, was ich jetzt. Ich habe halt nicht geschafft, den Orbit so zu brennen, wie ich ihn eigentlich hätte brennen sollen. Und jetzt müssen wir halt gucken, ob wir das hier. Da haben wir. Ja, nehmen wir, würde ich sagen. Okay, wir brennen nochmal in die andere Richtung. Super. Perfekt. So, jetzt haben wir unseren Kurs. Hier unten. Und dann fliegen wir mal los. Und so sind wir auf dem Weg nach Menmus. Und fliegen in die unendlichen Weiten des Weltalls. Und damit es spannend bleibt, würde ich sagen, wir sehen, was weitergeht in der nächsten Folge. Seid gespannt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir drücken uns alle die Daumen, dass wir das wunderbar schaffen. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und sehen uns in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr möchtet. Und auf Wiedersehen. Tschüss.